first. They took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, Exile, when there is nothing left but to live or die? Chosen, what will you become? Hallo Welt, da sind wir wieder, hier mit Conan Exiles. Und wir starten einen Singleplayer. Ein Singleplayer-Spiel und schauen uns hier jetzt einmal also die Schwierigkeitsstufen an. Ich kann schon mal sagen, ab 2019 werden wir nicht mal dieses hier auswählen, barbarisch, sondern wir werden wahrscheinlich normal auswählen. Aber gucken wir uns erstmal an, was die anderen alle können. Zivilisiert. Zivilisiert ist leicht. Dies ist dein erstes Survival-Spiel und du willst verschiedene Strategien ausprobieren, ohne dafür bestraft zu werden. Du sammelst deutlich schneller Erfahrung. Du musst seltener essen und trinken und Lebensmittel verderben langsamer. Du fügst Gegnern mehr Schaden zu, sie fügen dir weniger Schaden zu. Die Unterwerfung von Leibeigenen geht schneller als normal. Du verlierst deine Gegenstände nicht, wenn du stirbst. Gebäude werden nach einiger Zeit nicht verlassen. Die Säuberung greift deine Basis nicht an. Ja, dann haben wir noch Dekadent. Dekadent ist die Schwierigkeitsstufe Normal. Diese Stufe ist für Spieler gedacht, die bereits Survival-Titel gespielt haben und gefordert, aber nicht überwältigt werden wollen. Das ist das grundlegende Conan Exiles-Erlebnis. Wenn du stirbst, verlierst du alle deine Gegenstände und musst sie von deiner Leiche bergen. Gebäude werden nach einiger Zeit nicht verlassen. Die Säuberung trifft deine Basis in regelmäßigen Abständen. Und dann hätten wir hier noch barbarisch, das ich ja sehr gerne wählen würde, aber wir haben uns ja entschieden, 2019 etwas zurückzuschrauben, also barbarisch wäre schwer. Diese Stufe richtet sich an Spieler, die sich selbst für Meister des Survival-Genres halten und ihren Charakter in allen Bereichen des Spiels optimieren wollen. Gegner verursachen deutlich mehr Schaden und sind wesentlich schwieriger zu töten. Du sammelst nur durch deine Aktionen Erfahrung, nicht durch das bloße Überleben. Es ist schwieriger zu überleben und Ressourcen sind schwieriger zu finden. Wenn du stirbst, verlierst du alle deine Gegenstände und musst deine Leiche finden, um sie zu bergen. Die Säuberung trifft deine Basis in regelmäßigen Abständen. Ja, das wäre jetzt früher meine Wahl gewesen. Nun individuell, wir können also
hier eine Nachricht des Tages einrichten, ein Surferpasswort. Das sollten wir demnächst dann mal machen, wenn wir mit Sarah dann zusammenspielen. BattleEye sollte vielleicht aktiviert werden, aber ich denke, das ist in Dekadent dann alles automatisch schon eingeschaltet. PvP brauchen wir nicht unbedingt. PvP befristet und man kann die Wochentage einstellen. Interessant, okay. Montag bis Freitag. Ach so, das sind Einstellungen für den Surfer, denke ich. Ja, ich weiß gar nicht. Das würde jetzt, glaube ich, den Zeitrahmen sprengen, dieser ersten Folge. Wir wollen ja den Charakter wenigstens noch erstellen. Und gut, wir gucken uns nochmal den Fortschritt an. Hier kann man noch die Erfahrungspunkte, Rate, den Multiplikator einstellen und so weiter. Den Tag-Nacht-Zyklus können wir hier auch nochmal anpassen, ganz wie es uns beliebt, sehr schön. Und die Ausdauerkosten, den Multiplikator dafür also, kann man hier auch nochmal gesondert einstellen. Auch den Kampf können wir einstellen, das Ernten, interessant. Na, was kommt denn da alles auf uns zu? Ja, an dieser Stelle muss ich sagen, ich bedanke mich zum einen für die Spende des Titels, lieben Dank dafür. Und zum anderen muss ich gestehen, ich kenne den Titel nicht, auch wenn wir vielleicht die ein oder andere Folge mit Sarah 007 jetzt schon veröffentlicht haben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Let's Plays, dieses Singleplayer-Let's Plays, kenne ich den Titel allerdings noch nicht. Ich habe mit Sarah heute angefangen, die ersten Aufnahmen, die ersten Folgen zu produzieren und von daher, ja, weiß ich jetzt nicht mehr als das, was wir da erlebt haben. Das war nicht sehr viel. Das waren vielleicht ein, zwei Folgen. Ich glaube, eine konnten wir nehmen, die erste. Die zweite müssen wir nochmal nachproduzieren. Aber sei es drum, verlassen. Verlassen können wir auch, okay. Verlassen von Gebäuden deaktivieren. Okay, was auch immer das bedeutet. Da könnten wir ja jetzt auch noch gar nicht so viel einstellen, denn wir kennen gar nicht. Wir kennen uns damit gar nicht aus. Wir können den Chat noch einstellen, wie man hier sieht. Lokaler Chatradius. Okay, und die Säuberung, was auch immer das bedeutet, könnten wir hier auch noch einstellen. Gut, Begleiter und Hunger. Begleiter wird es also auch scheinbar geben. Nun gut, wir lassen das jetzt mal alles so und spielen auf Dekadent. Also so hat man das wenigstens gesehen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja auf Pause drücken und euch das dann in Ruhe nochmal genau angucken, was für Möglichkeiten man dort dann hat. Gut, Dekadent habe ich gesagt. Wir spielen und starten. Und lassen uns mal überraschen, was wir jetzt so machen. Ich denke, was wir jetzt so erreichen vor allem. Ich denke, dass ich die Geschwindigkeit der Produktion jetzt nicht stark anziehen werde. Gut, ein paar Folgen werde ich produzieren, möchte ich ganz gerne machen. Und dann denke ich, wird es weitergehen mit Sarah 007. Da möchte ich jetzt nicht so viel spoilern. Wir wollen die Welt gemeinsam entdecken, aber so ein paar Sachen interessieren mich jetzt doch. Deswegen habe ich jetzt nochmal angefangen und für euch natürlich habe ich jetzt nochmal angefangen, hier einen Singleplayer-Modus zu starten und aufzunehmen. Also mir geht es darum, dass wir mit Sarah dann auch ein bisschen, ja, wenigstens die ersten Hürden schon mal nehmen können, dass wir eben vielleicht so ein kleines, eine Bettstatt oder so etwas errichten können, ein kleines Haus vielleicht bauen und damit wir die ersten Tage und Nächte dann überleben können. Deswegen starte ich hier den Singleplayer-Modus und natürlich, wie ich schon sagte, für euch und für mich, um auch mal zu sehen, wie fühlt sich das Ganze an, wenn wir das alleine durchlaufen. Aber wie gesagt, ich muss mich da zurückhalten, nicht, dass ich zu viel produziere und mich zu sehr spoiler. Das richtige Erlebnis, das möchte ich dann doch mit Sarah zusammen haben. Wir werden uns im Singleplayer-Modus allerdings die Völker und Religionen noch einmal vornehmen und angucken. Natürlich, wie könnte es anders sein? Wir starten einen weiblichen Charakter. Und da hätten wir zum einen mal die Völker. Wir fangen ganz vorne an und zwar mit den Hyborianern.
Hyborianer sind die Nachkommen der barbarischen Bori-Verehrer, die vor Jahrtausenden aus dem Norden einfielen und das antike Reich von Acheron zerstörten. Die ursprünglichen Hyborianer hatten rötliches Haar und graue Augen. Allerdings hat sich ihre äußere Gestalt durch die Vermischung mit anderen Völkern inzwischen verändert. Die Kimmerier. Die barbarischen und kriegerischen Kimmerier sind die Nachkommen der antiken Atlanter. Sie kämpfen in erster Linie zu Fuß und überfallen in schöner Regelmäßigkeit ihre Nachbarn im Osten, Norden und Süden. Hier haben wir noch die Stygier. Obwohl in Stygien König Ktesphon reagiert, ist es ein offenes Geheimnis, dass die Priester von Seth die wahre Macht in den Helden halten. Allein der Schwarze Ring, ein Zusammenschluss von Magiern unter der Führung Tod Amons, ringt mit den Priestern um Macht und Einfluss. Die Himmelianer. Eingekeilt zwischen den Turianern im Norden und den Eventuianern im Süden sind die Himmelianer ein Volk von Überlebenskünstlern. Sie stärken sich gegenseitig den Rücken und stellen sich ihren zahlreichen Feinden mutig entgegen. Hyrkanier, Turanier. Die dunkelhaarigen und schlanken Hyrkanier sind die Nachkommen der Lemurianer, die nach ihrer Flucht aus der Sklaverei durch die Kari nach Westen zogen. Den berühmtesten hyrkanischen Stamm bilden die Turanier, die sich an der Küste der Vilayssee ein eigenes Reich geschaffen haben. Kitana. Die mysteriösen und verschlossenen Kitana stehen im Ruf, mächtige Magier zu sein. Kushit. Über die schwarzen Königreiche ist nur wenig bekannt, aber Händler und Abenteurer erzählen sich sowohl Geschichten über wilde Stämme als auch über mächtige Kulturen, die in den Weiten des Landes erblühen. Nordheimer. Die blonden Essir und rothaarigen Vanir bilden das hellhäutige und blauäugige Volk, das über die Königreiche nördlich von Kimmerien herrscht. Die unberechenbaren und wilden Nordheimer setzen ihre Statur und rohe Gewalt ein, um ihre Gegner in die Knie zu zwingen. Pikte. Die Stämme der Pikten führen ständig Krieg gegen andere Stämme, ihre Nachbarn und jeden, der es wagt, in ihr Territorium einzudringen. Das Leben eines durchschnittlichen Pikten ist ein unablässiger Albtraum, da dunkle Götter und blutige Kriege ihr Leben jederzeit jäh beenden können. Chemit. Nomadische Chemiten sind berüchtigt für ihr Geschick mit dem Bogen und ihre Doppelzüngigkeit als Händler. Die sesshaften Stämme gelten als friedvoller und zivilisierter, zumal aus ihren Reihen geschickte Handwerker wie die Schmiede aus Akbitana stammen. Darfari. Die durch und durch barbarischen Darfari sind blutrünstige Banditen und Mörder, die lose Gruppen bilden, um am Altar ihres Gottes Yog Opfer darzubringen. Sie feilen ihre Zähne spitz zu und formen aus ihrem schwarzen Haar mit Zweigen und Schlamm Hörner, um sich eine dämonische Gestalt zu verleihen.
Venduiana. Im goldenen Königreich Venduia regiert eine Kaste von Herrschern, die gemeinhin als gottgleich gelten. Vor allem die Schwester des Königs, Devi Yasmina, ist für ihre überirdische Schönheit berühmt. Zamoriana. Zamorianer gelten als die besten Diebe der Welt und auch Städte wie Shadisar und die Stadt der Diebe tragen ihren Teil zum Ruf des despotischen Landes bei. Zingarana. Während zingaranische Adelige für ihre Ritterlichkeit und Schwertkunst bekannt sind, gelten zingaranische Seeleute in den Häfen der zivilisierten Welt als ungehobelte Rüpel. Ja, wir haben die Qual der Wahl, liebe Welt da draußen. Im Let's Play Together mit Sarah habe ich mich ziemlich schnell für die Chemit und für die Chemiten hier entschieden. Da sie also mit Bogen gut umgehen können und gute Händler sind, da sie aber auch friedvoll sind und geschickte Handwerker. Das liegt meinem Spielstil schon mal sehr, deswegen bin ich fast dafür, dass wir die jetzt auch nochmal nehmen. Nun kann man sagen, ja, man muss ja was anderes ausprobieren. Liebe Welt da draußen, es ist eben mein Spielstil, denke ich, und es unterstützt irgendwie die Tiefe der Geschichte, so wie ich sie dann empfinde während des Spielens. Und ich denke, wir nehmen einfach nochmal die Chemiten, warum auch nicht. Und ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was für Vor- oder Nachteile es wäre, wenn wir jetzt die Pikten zum Beispiel nehmen würden oder hier die Nordheimer oder wen auch immer. Wir nehmen auf jeden Fall die Chemiten nochmal und bei der Religion, da werden wir wahrscheinlich etwas anders vorgehen als im Let's Play Together, aber mal sehen, was für Religionen wir überhaupt haben. Wir haben zum einen hier die Mitra, eine Spezialisierung gibt es auch, Heilung, Licht, Avatar ist die Bronzestatue, Mitra ist als Hauptgott aller Hyborianer, ein strenger, aber wohlwollender Gott, der von seinen Anhängern keine Menschenopfer fordert. Von seinen Gläubigen erwartet er, dass sie ein tugendhaftes Leben führen, den Prinzipien der Ehrlichkeit, Treue und Zuverlässigkeit folgen und sich gleichzeitig von Magie und berauschenden Substanzen fernhalten. Spieler, die sich für Mitra entscheiden, stehen für Aufrichtigkeit und Tugend, vernichten aber alle Ungläubigen, die es wagen, andere Götter zu verehren. Mitras Anhänger beschwören als Avatar wahrscheinlich die Bronzestatue. Das kann man jetzt leider hier nicht ganz lesen, das ist wahrscheinlich ein Fehler in der Übersetzung. Da ist die Schrift vielleicht etwas länger als im englischen Original. Wie dem auch sei, wir haben noch weitere. Hier haben wir die Set. Darüber haben wir gerade auch schon bei den Völkern etwas gehört. Die Spezialisierung der Set-Gläubigen sind Gifte und Gegengifte. Der Avatar wäre die Riesenschlange. Set, die alte Schlange, ist der Gott aller Stygier. Der Set-Kult wurde einst von den Schlangenmenschen begründet, die aus der Welt König Kults von Valusia vertrieben wurden, ehe sie unter den alten Völkern des Südens zu neuer Stärke fanden. Spieler, die an der rituellen Opferung von Herzen teilnehmen wollen, um die Geheimnisse der Schlangen zu ergründen und eine riesige Schlange als Avatar zu beschwören, sollten Set verehren. Letzterer ist der Ernstfeind von Mitra. Hier haben wir noch Yog. Spezialisierung, Fleischzubereitung, Kannibalismus. Avatar, Tentakelbewehrter Schrecken. Yog, der Herr der leeren Bleibe, ist ein brutaler Gott, der in erster Linie von den Kannibalenstämmen in Darfar verehrt wird. Er gewährt seinen Gläubigen Stärke in der Schlacht und den Triumph über ihre Feinde.
Als Gegenleistung erwartet Jok von seinen Jüngern die Ausübung eines rituellen Kannibalismus. Joks Gefolgsleute beziehen Kraft und Vitalität aus dem Fleisch ihrer menschlichen Feinde. Und sein Avatar erscheint in Gestalt eines blasphemischen, geflügelten Schreckens. Ymir. Spezialisierung Eis und Kälte. Avatar ist der Frostriese. Ymir ist der Herr der Stürme und Kriege. Frostriesen gelten als seine männlichen Kinder und seine einzige Tochter Atali sucht angeblich die Schlachtfelder der Menschen heim und lockt sie in den eisigen Gefilden des Nordens in den Tod. Die Nordheimer erzählen, dass Krieger, die in der Schlacht fallen, nach Valhall gelangen. Ymirs große Festhalle, wo sie auf ewig feiern und kämpfen. Wird Ymir gerufen, nimmt er die Form eines Frostriesen mit einer gewaltigen Axt an und hinterlässt überall eine Spur aus Eis und Frost. Der Keto, Spezialisierung Fruchtbarkeit. Tod. Avatar, doppelgesichtige Göttin. Der Ketos Doppelnatur ermutigt ihre Anhänger, den schmalen Grat zwischen Lust und Tod zu beschreiten. Ihr nördlicher Kult in Schem und Stygien ehrt die Göttin mittels aufwendiger Orgien, die auch vor Sodomie und Nekrophilie nicht zurückschrecken. Ihr südlicher Kult in den Schwarzen Königreichen konzentriert sich in erster Linie auf Opfer und den Tod. Wer ihren Avatar beschwört, wird sehen, dass sich ihre Doppelnatur auch in ihrer Gestalt widerspiegelt. Und zu guter Letzt haben wir Chrom. Die Spezialisierung, es gibt keine Spezialisierung und einen Avatar, nein, gibt es auch nicht. Chrom schenkt einem Mann, bei dessen Geburt, Tapferkeit und den Willen und die Macht, seine Gegner zu vernichten. Es ist sinnlos, ihn anzurufen, da er ein schwermütiger und grausamer Gott ist, der Schwächlinge verachtet. Viel wahrscheinlicher ist es, dass er von seinem mächtigen Berggipfel Tod und Verderben schickt. Er bietet dir weder Vorteile noch einen Avatar, den du beschwören kannst. Ja, liebe Welt da draußen, die Qual der Wahl. Ich denke mal, Chrom wird es wohl auch diesmal sein. Ich dachte erst, wir nehmen was anderes, aber dann ist mir das mit Sodomie und Nekrophilie dann doch ein bisschen zu krass hier mit der Keto. Das wäre nämlich die nächste Wahl gewesen. Dann war noch jemand dabei. Ein Kandidat, das fand ich sehr interessant, nämlich Gifte und Gegengifte, Set. Avatar wäre die Riesenschlange. Und das wäre noch ein Kandidat, der mich dann sehr interessiert. Ich interessiere mich eben in den meisten Spielen dann immer für Gifte. Und das finde ich immer ganz interessant, wenn man Gegner auch vergiften kann oder wenn man sich selber dann auch von Giften, Schlangengiften und so weiter heilen kann. Ja, wollen wir das nehmen? Aber Opferung von Herzen? Ja, wir können nicht raus. Es ist ein Barbarenspiel. Also wir können jetzt nicht sagen, ja, wir wollen aber friedlich sein und so. Wir haben ja schon das friedliche Volk ausgewählt, denke ich. Dann können wir Chrom nehmen. Der kommt vom Berg. Und das wäre dann auch genau das, was wir uns ausgewählt haben, zusammen mit Sarah. Nochmal, es passt dann einfach zu meinem Spielstil. Und bei der Stimme brauchen wir gar nicht so lang zu gucken. Wir haben verschiedene Stimmenauswahlen, kräftig, verzweifelt, wild und stoisch. Cut me down. Genau. Death is coming. Death is coming. The gods are watching. Ja, und wild. Cut me down. The gods
are watching. Na, verzweifelt irgendwie. Ich weiß nicht, nein. The gods are watching. Hört sich so ein bisschen kräftig an, ja. Schon ein bisschen älter, so von der Stimme her, finde ich. Wenn man danach gehen kann, wenn man daran das Alter festmachen will. Okay, wild gefällt mir. The gods are watching. Tut mir leid, wild gefällt mir einfach am besten. Cut me down, please. Stoisch, ja, ich weiß nicht, könnte auch noch sein, aber... Cut me down, please. Wow, ja, wahrscheinlich eher nicht. Death is coming. Death is coming. Cut me down. Eindeutig please. Wild. Was anderes kommt gar nicht in Frage für mich, also das muss das schon sein. So, wir gucken uns die Kopfoptionen mal an. Da kann ich schon mal sagen, da wir jetzt heute ja erst mit Sarah aufgenommen haben, ja, wir gucken jetzt einmal ganz fix hier durch, aber ich weiß da schon ungefähr, was wir da nehmen. Nur bei der Frisur und bei der Hautfarbe werden wir hier eine Änderung vornehmen, damit ich die Charaktere dann auch wirklich auseinanderhalten kann. Nicht, dass ich da dann auf einmal mit dem Singleplayer-Charakter zusammen mit Sarah was aufnehme. Also ich denke mal, wir nehmen wieder etwas mehr Farbe zum einen. Lucrezia ist ja eigentlich, ja, ist ja eigentlich sehr blass, also die vornehme Blässe. Ich bin dafür, dass wir ja tatsächlich hier mal so ein bisschen... Ist das zu dunkel, wenn wir diesen hier nehmen? Aber ich denke schon, das andere wäre so ein bisschen... Ja, das ginge auch noch, aber... Ich weiß nicht. Das lassen wir, okay? Oder? Ja, klar, das lassen wir so. So, die Haare, da haben wir hier verschiedene Frisuren, die wir auswählen können. Und auch da habe ich mir dann schon überlegt, ich habe mir ja die Videos, die wir da aufgenommen haben, vorhin auch angeguckt und mir dann die Frisuren auch nochmal so genauer angeguckt. Und da habe ich mir schon überlegt, was ich für den Singleplayer-Modus für eine Frisur gerne hätte. Diese hier ist ja auch interessant. Und ja, eigentlich finde ich, die sind alle gelungen. Das wird wohl dann unsere Wahl sein, denke ich. Aber auch hier gucken wir natürlich einmal durch. Wow, das ist natürlich auch nicht schlecht. Das heißt auch nicht schlecht. Interessant auf jeden Fall. Gut, die nehmen wir nicht. So, wir haben mal durchgeguckt. Und, oh, das soll sie sein. Ein bisschen kurz, oder? Jetzt weiß ich nicht, wie das von hinten aussieht. Ah, das wird schon. Ich glaube, das können wir nehmen. Notfalls hoffe ich, dass wir irgendwo mal einen Friseur finden, dass wir da die Frisur dann nochmal anpassen können. So, bei der Haarfarbe, da sind wir, glaube ich, im Let's Play Together etwas schnell durchgegangen. Also gucken wir hier jetzt mal etwas langsamer, was es da so gibt. Blau ist natürlich mein absoluter Favorit, haben wir jetzt hier aber nicht dabei gehabt. Schwarz würde natürlich zu der Hautfarbe vielleicht auch ganz gut passen. Ah, das ist sowas wie Blau so ungefähr, aber die Haarfarben, ja, ich weiß nicht, die Haarfarben sind jetzt nicht so ganz das Wahre, oder? Das ist aber mehr Grau. Ginge auch. Wie wäre es mit Blond? Blond ginge auch vielleicht. Ja, muss ja was anderes, muss ja ein bisschen anders aussehen. Ich denke, wir bleiben bei Blond. Ja, doch, wir bleiben dabei. Das lassen wir. Ist ein bisschen ungewöhnlich mit der dunklen Haut und dann den blonden Haaren und dann wahrscheinlich auch noch blaue Augen dazu. Passt irgendwie gar nicht so richtig, oder? Aber, ja, warum auch nicht? Vielleicht hat sie sich die gefärbt. Hier kann man ja auch fast... Es sieht blau aus hier, wenn man hier so guckt, aber... Wenn es dann eingefärbt ist, sieht es eher grau aus, finde ich. Also wir bleiben jetzt bei Blond einfach so. Dann die Augenbrauen. Ja, da könnte man eventuell... Ach so, das ist die Form einmal. Ansonsten dachte ich, da könnte man mit den Augen, mit der Haarfarbe vielleicht noch irgendwie einen Akzent setzen. Auch da nehmen wir vielleicht einen anderen Charakter als den wir erstellt haben. Wobei... Lucrezia hat ja schon ein ganz bestimmtes Aussehen bei uns, aber das ist ein bisschen gewagt hier, oder?
Ein bisschen grimmig sieht das aus, aber wir sind Barbaren, also wir sind grimmig. Wahrscheinlich sind wir nicht gut gelaunt. Ich weiß nicht. Ja doch, ich weiß schon, aber ich weiß nicht, ob das jetzt nicht... Also dieses hier wäre wahrscheinlich das, was wir dann auch... Naja, das gefällt mir jetzt aber auch nicht so. Das ist da schon etwas besser. Ja, ich glaube, so könnten wir das nehmen. Oder so. Aber das ist mir... Nee. Entweder das erste hier? Nein. Dann doch lieber das hier. Ja, das nehmen wir jetzt. Das passt. Okay, die Augenbrauenfarbe können wir dann auch noch einstellen. Und ja, wollen wir einen Akzent setzen? Was haben wir? Da haben wir irgendwie ein paar andere Farben noch als bei den Haaren, habe ich so den Eindruck. Ja, haben wir. Aber da müsste das dann ja auch schon zu den Haaren einigermaßen passen, oder? Oder na, nicht unbedingt. Man kann ja auch dunkle Augenbrauen haben und blonde Haare habe ich auch schon gesehen. Aber dann sind die Haare, die blonden, wahrscheinlich gefärbt. Also ich glaube fast, dass das Braune hier schon am besten passt. Oder schwarz. Großen Unterschied sehe ich jetzt zwar nicht, aber vielleicht, wenn wir sie so ein bisschen in die Sonne drehen. Ja, so einen minimalen Unterschied sieht man da schon. Wie wäre es denn... Ja, hiermit? Nee. Entweder schwarz oder ja grau geht... Eigentlich auch nicht so. Nehmen wir, glaube ich, schwarz. Ja, das ist okay. Schwarz nehmen wir mal. So, die Augenschatten. Da gefällt mir, da haben wir auch schon mal ganz schnell durchgeguckt, auch im Let's Play Together mit Sarah. Und da gefiel mir eigentlich das, was wir uns da ausgewählt haben, auch schon sehr gut. Vielleicht nehmen wir da das Gleiche und einfach eine andere Farbe. Oder was ist das? Das ist ein bisschen viel. Ich finde, das ist ein bisschen viel. Ja, das hier hatten wir ja im Let's Play Together. Allerdings, ja, das soll ja schon ein bisschen anders sein. Da würde ich mir doch noch ein paar mehr Kriegsbemalungen wünschen. Ansonsten nehmen wir tatsächlich diese hier. Und versuchen die etwa... Oh, Moment, was haben wir denn da gemacht? Wobei, das war jetzt gerade auch gar nicht so schlecht, oder? So. Wo hatten Sie denn die Farbe? Oh, krass. Wo hatten Sie denn die Farbe her eigentlich? Okay. Ja, vielleicht machen wir das so. Ja, mit Sicherheit machen wir das so. Ah, das würde mir aber hier noch am besten gefallen davon, naja. Aber das sieht ein bisschen zu viel aus. Komm, wir nehmen das nochmal, oder? Ja, klar. Ist ja eine ganz andere Farbe und das reicht eigentlich. Erkennen wir schon, dass das ein anderer Charakter ist. Meine Güte, wird schon schief gehen. So, bei den Lippen haben wir dann auch nochmal die Möglichkeit, hier was einzustellen. Da brauchen wir, damit wir jetzt auch was sehen, vielleicht mal eine kräftige Farbe hier. Nur um was zu sehen. Nehmen wir mal weiß. Ja. Auch da ganz klar gefällt mir das hier noch am besten. Aber weil das so ein bisschen nach Kriegsbemalung aussieht. Könnte ich mir auch denken. Ja, weiß wird es nicht bleiben. Nö, wir nehmen das auch nochmal. Und... Ja, das ist ein bisschen schwach jetzt. Bin ich nicht sicher. Das hier passt irgendwie nicht. Das hier würde eventuell passen.
Das hier ist aber noch, glaube ich, das passt am besten zu den Augen, meine ich, aber es ist wirklich sehr schwach jetzt. Nun gut, sei es drum, wir gucken uns noch die Gesichtsdetails an. Also ich hoffe auch immer, dass man das dann im Nachhinein vielleicht nochmal ändern kann. Wobei ich natürlich auch weiß, dass wenn man sich jetzt einmal dran gewöhnt hat, hat man sich eben dran gewöhnt. Dann ist das immer schwer, irgendwas Neues aufzutragen. Okay, da kann man auch nicht allzu viel... Also es sind keine großen Unterschiede, aber das ist schon mal ganz gut. Man kann hier kein wirkliches Monster erstellen, oder? Das sieht immer noch irgendwie wie ein barbarischer Mensch aus. So, die Wangenbreite. Wie sieht denn ein barbarischer Mensch aus? Naja, da brauche ich ja nur in den Spiegel zu gucken des Morgens und nach dem Aufstehen. Dann weiß man wie. Okay, das lassen wir so, die Nasenbreite. Ja, ich denke, das lassen wir auch so, die Nasengröße. Und die Länge. Ach, das ist jetzt relativ schnell erledigt, okay. Den Mund, dicke Lippen können wir machen. Oder dünne. Aber auch da war das eigentlich so, wie es voreingestellt war, schon in Ordnung. Nun, sie guckt jetzt etwas bedröppelt. Ist natürlich auch nicht gerade ihre beste Zeit hier am Kreuz. Und die Ohren, den Winkel, also... Ja, wenn das noch Einfluss darauf hätte, wie viel man hört, oder... Oder wie schnell man abhebt, so, wenn der Wind zu stark ist. Ich mag Ohren. So, Ohrengröße. Muss vielleicht auch nicht ganz so groß sein, aber so ein Mittelding. Ja, das war alles schon ganz gut eingestellt. So, die Augengröße, die lassen wir jetzt auch so, oder? Was können wir da noch machen? Das ist so ziemlich die Mitte. Ja, kleinere Augen. Wow. Ja doch, man kann so ein kleines Monster kann man schon erstellen. Aber es ist jetzt nicht so tragisch wie in manchen anderen Titeln. Ich denke da nur mal an Ark. Da kann man ja richtig, richtig modellieren. Also Winkel. Und den Abstand kann man auch noch mal einstellen. Okay. So, das passt doch. Dann haben wir hier unten wahrscheinlich die Augenfarbe. Auch da ist ganz klar, wir gucken uns das einmal alles an, was es da so gibt. Also ich muss sagen, die Augen sind sehr gut gelungen. Das gefällt mir echt sehr, sehr gut hier, was man sich da so auswählen kann. Gerade das Blau hier, da muss ich echt überlegen, ob wir nicht mal blaue Augen nehmen. Aber Lucrezia hat immer grüne Augen. Wobei dieses Grün hier, finde ich, sieht schon fast ein bisschen unnatürlich aus. Aber es gibt so grüne Augen, meine ich. Bernstein ist schon eher selten. Also grün ist ja auch sehr selten, aber das ist auch nicht schlecht. Das hier unten ist wahrscheinlich... Okay, grau gibt es da noch. Ist auch nicht schlecht. Auch schön. Und das hier ist natürlich dann nicht. Also das habe ich noch nie gesehen, dass jemand lila Augen hat. Aber wäre auch mal interessant. Schwarz. Gut, ich tippe mal drauf, dass wir entweder ja so blau nehmen. Leuchtend blau oder nee, wir nehmen Lucrezia grün. Lucrezia hat grüne Augen, Peng. Da braucht man gar nicht so lange dann zu suchen. Wir wissen ja schon, was wir wollen und wie sie aussehen soll. Gut, wir haben keine Narben oder so etwas. Wir haben aber noch Körpermerkmale. Und da können wir zum einen einmal die Größe einstellen. Wir können unsere Lucrezia ganz, ganz groß machen oder hier so etwas klein. Oder ich sag mal so, vielleicht so ein Mittelding zwischen mittel und klein. So, Statur, hier können wir die Nacktheit einstellen. Ja, bei YouTube dürfen wir natürlich nicht zu viel Blöße zeigen. Also lassen wir das mal auf teilweise. Ein bisschen was sehen möchte ich schon. Und dann haben wir hier noch die Statur nochmal.
Und da können wir also die Muskeln einstellen. Viele Muskeln oder wenig Muskeln. Ja, ein paar Muskeln dürfen es ruhig sein, aber ich finde, so ganz krass muss es dann auch nicht unbedingt sein. Mal sehen. Ja. Ja, ich denke so, das ist jetzt genauso, wie es vorher eingestellt war, oder? Gut, dann können wir hier noch was machen. Natürlich. Und da auch nochmal, wenn man jetzt einen männlichen Charakter auswählt, habe ich gelesen, dann kann man eine andere Größe hier einstellen. Es macht einfach Spaß damit rumzuspielen und ich habe, glaube ich, deswegen einfach den Singleplayer, das Singleplayer-Let's Play jetzt nochmal gestartet, um das hier machen zu können. Das ist aber auch fies, oder? Ja, ich denke, da können wir auch so ein gesundes Mittelding nehmen. Nun haben wir ja schon gesehen, wie das aussieht, wenn man läuft und so. Das bewegt sich richtig. Also für eine Kriegerin wäre sowas natürlich dann vorteilhafter wahrscheinlich im Kampf. Und das hier wäre wahrscheinlich dann eher, naja, schwierig. So Rückenschmerzen kann ich mir vorstellen. Aber ich denke mal, wir nehmen so eine Handvoll, oder? Das geht. Okay. Charakter wird fertiggestellt, natürlich. Hier hängt natürlich nicht. Bearbeiten. Schreiben wir das in Großschrift? Moment mal. Mein Stuhl ist doch kaputt, der fährt immer nach unten und dann komme ich doch hier nicht so richtig an die Tasten ran. So, wie in Großschrift? Oh, Moment, bearbeiten nochmal. Ja, wäre schon nicht schlecht, aber nein. Ja, ich sage es immer wieder gerne. Anastasia mit zwei N geschrieben. Lucretia. Anastasia Lucretia. Ein Name wie ein Gedicht. Ja, hier hängt also... Oh, Moment. Ja, so ist das auch in Ordnung. Hier hängt also Anastasia Lucretia. Sie ist eine Chemitin. Wegen folgender Verbrechen wurde sie verurteilt. Unzucht mit niederen Tieren. Hey... Hey, Moment, was haben wir denn für ein Volk ausgesucht? Das war aber, oder was für eine Religion haben wir denn ausgesucht? Moment, das war das Volk, ne? Oder? Nee, das war die Religion. Wir waren uns doch nicht sicher und dann haben wir doch Chrom genommen. Warum? Schlagen eines Kamels schon wieder, okay. Anstacheln eines Aufstands. Ja, das könnten wir sein. Das passt zu uns, okay. Wer diesen Körper, egal ob lebend oder tot, vom Kreuz entfernt, wird gemeinsam mit allen Mitgliedern seiner Familie zu Tode geschunden. Ja, okay, das lassen wir dann mal so. Unzucht mit niederen Tieren. Was sind denn eigentlich niedere Tiere? Das sind Hühner und so, oder? Naja, vielleicht auch Fische oder mal eine Schlange oder so. Keine Ahnung. Sei es. So sei es. During the year of the Cobra, a prisoner captured by unknown means was transported into the exiled lands, crucified and left to die for crimes that they may or may not have committed. Death comes swiftly on black wings, until fate intervenes. Thirsty, dead woman. Shall I cut you down from that corpse tree? It might kill you. You civilized women are soft.
fingers are not nailed to your spines. Where I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. So, you live again, dead woman. This land does not love men. You are marked. Cross the ghost fence wearing that. It might have been kinder to leave you on the cross. Live. Love. Burn with life. Slay and survive. We will meet again, dead woman. Ja, da sind wir also mit unserer Anastasia Lucretia. Und ich denke, das war die Charaktererstellung fürs Erste. Ihr wisst ja, wenn eine neue Serie bei uns auf dem Kanal startet, dann gibt es zu Beginn immer zwei Folgen. Und das war dann sozusagen jetzt die erste Folge. Die zweite kommt sofort im Anschluss. Und ich bedanke mich an dieser Stelle schon für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.